Ich dachte, unsere Sorgen hätten ein Ende nach all der Zerstörung, aber da kommt etwas noch Schlimmeres auf uns zu. Ich hege die Hoffnung, dass ich hier bald fertig bin. Ebenfalls. Warum sind Sie nackt, junger Mann? Ich sorge mich, Feider. Ich glaube nicht, dass Garlands Leid schon vorbei ist. Heiß. Ach, deswegen Geschichte. Oh, verstehe. Habe verstanden. Ach, guck mal, da ist ja die... Ach nee, das ist eine Spielerin. Ich dachte, das wäre die Syrerin. Ja, Steffi, wo bist du denn? Hallo? Steffi? Warum sitzt der nicht auf seinem Thron? So, Verneigt euch! Volk Garlands! Die Vernunft übernimmt! Schluss mit dümmlichem Getue! Basti, applaudier bitte. Ab jetzt hört alles auf mein Kommando. Ich bin die Heilsbringerin. Basti, applaudieren. Ach, Langweiler. Traut nie jemandem, der den Wert des Lesens nicht erkennt. Ja, Basti. Ja. Entschuldigung, haben Sie Steffi gesehen? Nein? Steffi? Nein? Oh, warte mal. Wenn mich jemand braucht, ich bin hier. Basti, geh mal ganz kurz weg, bitte. Der war vom Feuersang. Ich schwör's euch. Basti! Ah, schön, dass du wieder da bist. Ist ganz Schreckliches passiert, da Suchen wurde jemand ermordet. Ein Problem, das gelöst werden muss. Ich hoffe, ihr werdet es überdenken. Eines, für das wir Diese Bedrohung werden. Gilt uns allen. Die Goldklingen sind keine Söldner, die ihr rufen könnt, um eure Probleme zu lösen, Graf Stefan. Meine Ritter sind bereit, doch Kapitän Siravan ist nicht davon überzeugt, dass sie sich diesem Kampf anschließen möchte. Aber egal. Ist Druidin Laurel wohl auf? Ist der Heilige Stab sicher? Nee, ich habe euch ja gesagt, das klappt so nicht. Aber Laurel geht's gut, aber der Baccaro hat jetzt alle drei Insignien und Free. Und ja, der kutschert jetzt nach Yvelon. Er soll ins Reich des Vergessens fahren. Ja. Wenigstens geht es Laurel gut. Immerhin. Ich habe alle Ritter versammelt, die ich entbehren kann. Doch wir könnten wirklich Siravan und ihre Goldklingen brauchen. Vielleicht könnt ihr sie überzeugen, uns zu helfen. Ja, ich habe hier Kriegergildenfähigkeiten. Das würde ich zu schätzen wissen. Seit Stunden schon beiße ich mir daran die Zähne aus. Erinnert sie daran, dass jeder sichere Hafen, den sie auf Galen hat, sich schneller in Luft auflöst als ein Wassertropfen in einer heißen Pfanne, wenn Fürst Baccaro die Kontrolle über den Archipel übernimmt. Ich sage ihr Bescheid. So, pass mal auf, du futternde Meereselfe-Schlitzohr-Dings. Ich bekomme einfach nicht genug von dem Essen, das ihr Landbewohner verspeist. Es ist so köstlich. Das Gräflein hat euch herübergeschickt, um mich davon zu überzeugen, dass ich euch helfe, nicht wahr? Meine Antwort ist die gleiche. Was kümmert mich euer politisches Trauerspiel? So, jetzt pass mal auf, Hasenzähnchen. Das gute Festländeressen gibt's bald nicht mehr, wenn der Fürst Baccaro der neue Druidenkönig ist. Und was genau geht mich das an? Das Essen ist dann weg. Ob die Druiden einen König wollen oder nicht, ist ihre Angelegenheit, nicht meine. Meeresfürst Nalos war mein Problem und darum habe ich mich gekümmert. Was auf Galen geschieht, spielt keine Rolle für mich. Ja, aber Galen gibt's vielleicht bald nicht mehr. Außerdem haben wir dir geholfen, Meeresfürst Nalos zu besiegen und deine Mannschaft und das Schiff zurückzuholen. Nur weil unsere Ziele einmal im Einklang waren, heißt das nicht, dass wir für immer Seite an Seite segeln werden, Söldnerin. Wir beide wollten Nalos tot sehen und nun ist er es. Das war ein Sieg für uns beide. Ich brauche gute Gründe, um meine Mannschaft noch einmal aufs Spiel zu setzen. Du stirbst. Das ist wirklich etwas, was ich nicht bedacht hatte. Glaube ich gern. Ich mag die sichere Zuflucht hier, die das Gräflein uns geboten hat. Und was war das von wegen Verbündeten? Baccaro arbeitet mit dem Feuersang zusammen? Ja. Nun gut. Ihr habt mich überzeugt. Mein Schiff gehört euch. Fürs Erste. Na geht doch.
Ich wusste, ihr würdet einwilligen, Siravin. Treffen wir uns am Bastüranleger. Gut. Treffen wir uns dort. Mal wieder. Euch zu sehen, meine Teure. Und ist das Graf Stefan? Ja. Schön, dass sich Haus Monarch uns anschließt, eure Hoheit. Kapitän Sajis Schiff ist bereit, Segel nach Iphelon zu setzen. Gut. Das ist ja wunderbar. Dann würde ich sagen, du, hi, schön, dass ihr mitkommt. Naja, Kaska ist dabei, das ist super. Ja, wunderbar, super. Eine wirklich starke Truppe, die wir da haben. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Glaube ich. Hoffe ich. Kommt, meine Teure. Wir müssen Pläne schmieden. Na, lass mich ja mal den Plan schmieden. Wir gehen da rein, bringen Vaccaro um und dann freuen wir uns alle. Laurel, Rüvana und ich unterhielten uns während der Reise. Falls Fürst Vaccaro wirklich den Geist des Vulkans wecken will, wird er dies im Inneren des Feuersangbergs tun müssen. Und da er weiß, dass wir kommen, wird er uns alles entgegensetzen, was er kann. Einen Taschenspielertrick, meine Teure. Graf Stefan und Kapitän Siravin sind weiter den Strand hoch angelandet. Während unsere Verbündeten am Haupteingang ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, werden wir beide in ihrem Fahrwasser folgen und einen anderen Weg in den Berg finden. Du kennst also zufälligerweise einen anderen Eingang? Laurel war sich nicht sicher, doch sie meinte, sich an eine Höhle rechts vom Haupteingang zu erinnern. Suchen wir dort. Wenn sich sonst nichts findet, erfahren wir wenigstens, wo diese Höhle hinführt. Wenn das jetzt derselbe Höhleneingang ist, ne? Aber dann du. Dann werde ich aber, du. Also, irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, hier waren wir schon mal. War ganz nett. War okay. Der Orden der Emporstrebenden hat sich in den Berg zurückgezogen. Siravin und ihre Piraten sind ihm nachgesetzt. Mhm. Also, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, weiß nicht. Hier waren Gefangene drin, glaube ich, ne? Ja, ja, ich will auch sehr viel. Also, ich habe ein Déjà-vu, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da so ein kleines Déjà-vu. Nur, dass jetzt hier andere Leute stehen, ne? Hi. Guten Tag. Oh, Siravin, hi. Diese Seepocken vom Orden der Emporstrebenden sind Feiglinge. Sie fliehen beim ersten Zeichen eines würdigen Gegners. Ja, kenne ich. Ey, das ist doch jetzt derselbe Eingang, oder? Also jetzt komme ich mir aber wirklich verarscht vor. Also jetzt komme ich mir aber echt veräppelt vor. Oder ist das... Nee, es wär dann hier noch weitergegangen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Der Ort, den Laurel erwähnte, sollte vor... Was ist denn da oben los? Warum wehren die sich nicht und warum sticht er auf den einen? Warum machen die das? Das ist aber unhöflich. Hi. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ich glaube, wir müssen uns das hier da vorne mit anschauen. Ich habe da so ein Gefühl. Die Höhle, auf die Laurel verwies, muss hinter diesen Ratten. Was machen die sein da oben? Warum wehrt er sich nicht?
Hey! Wehr dich mal! Nicht die andere Backe hinhalten! Zurückschlagen! Stirb! Er wehrt sich einfach nicht, ne? Verdammte Pazifisten! Dieser Tunnel schneidet tief in den Berg. Hoffentlich führt er uns zu Fürst Baccaro. Feuer, Sandroiden. Geht vorsichtig weiter, meine Teure. Der Druidenkönig ruft den Geist des Vulkans herbei. Bald vergehen unsere Feinde in Lava und Flammen. Baccaro hat angefangen. Wir müssen uns beeilen. Das ist ein ungültiger Ort. Da drüben. Für den Ruhm! Der Vulkan wird immer aktiver. Die Lava steigt. Hi. Oh, wir haben Post bekommen. Oder auch nicht. Ah doch, Versorgerzutaten. Guck mal, wie schön. Seht mal, hier drüben. Das ist Druiden Laurels Naturgeist. Wir müssen Sam helfen. Schnell! Hört nicht auf, meine Brüder und Schwestern. Der Geist des Vulkans regt sich. Free, wir haben es geschafft. Achso, da kommen noch ein paar. Windwirbel. Muss ihn rufen. Haltet sie zurück, während die Lava ich singe. Steigt. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, sowas mag ich ja gar nicht. Oh, sowas mag ich ja. Gibt's eh ein bisschen Loot und so. Nee, das zieht irgendwie alles immer so ein bisschen in die Länge, finde ich. Wisst ihr? Vor allem so sinnlos. Jetzt, Freunde, tretet in den Windwirbel. Ja, welchen? Ah, okay, Windwirbel benutze. Hui! Baccaro führt die Insignien. Er befiehlt dem Geist zu erwachen. Und nun erwacht auch der Vulkan. Wenn der Feuersangberg ausbricht, wird das viele Opfer fordern. Lava wird den Archipel verschlingen. Hallo Huch. Hey, tägliche Bestrebung abgeschlossen. Nice. So. Aber ist hier nicht auch noch eigentlich irgendwo der Wächter unterwegs? Der Geist des Feuersangbergs. Holy moly! Druidenkönig, sprecht, ich gehorche. Den kriegen wir nicht mit zwei Schlägen kaputt. Uralte Pakte gebrochen, uralte Versprechen missachtet. Der falsche König muss büßen. Feinde zu
Der hat ja nicht mal Waffen. Erschaffen. Verteidigt euch, Laura, Freunde. Aufgeist. Tut, wofür ihr beschworen wurdet. Ich mach keinen Schaden mehr. Das ist ja schrecklich. Jetzt ist er wieder im Unbesiegt-Modus. Der Rüpel. Stirbt doch jetzt einfach. Geht auf, meine Freundin. Wir wollen beide das Gleiche. Ein Ende dieses dummen Krieges und etwas Besseres als den Rubinthron. Der Geist ist zu mächtig. Sobald er entfesselt wurde, ist er nicht zu kontrollieren. Geist des Feuersangbergs, leiht mir eure Stärke. Gebt mir die Macht, meine Feinde zu vernichten. Ich bin Fürst Baccaro, der emporstrebende Fürst, der Druidenkönig. Bald werden die Allianzen nur Asche und Glut sein. Der Geist wurde eins mit ihm. Jetzt wird der Vulkan seinem Wesen folgen. Er wird ausbrechen. Geh drüben. Ich rufe noch einen Windwirbel. Juhu, noch ein Windwirbel. Tretet in den Wind, ehe die Lava uns verschlingt. Ja, schnell. Hui. Der Geist wurde zu viele Jahre zurückgehalten. Er will die ganze Kraft. Der falsche König ist weiter den Berg hoch. Ich werde helfen, so gut ich kann. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Gib Rubassi. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Wirbel. Und ich vielleicht mal vernünftiges Essen. Ah, da, Windwirbel. Hui! Der falsche König ist weiter den Berg hoch. Ich werde helfen, so gut ich kann. Hallo, Sieverin. So. Oha! Oha! Oha. Das war jetzt gemein. Ey, das war ziemlich gemein jetzt. Ach, guck mal. Wir haben den Port bekommen. Und die Anführer der... Keine Allianzen mehr. Kein Rubinthron mehr. Die Ära des Efeus kommt! So, Baccaro, jetzt gibt's einfach aufs Fressbrett, mein Freund. Windwirbel! Oh, cool. Nice. Sowas hätte ich gerne in den Dungeons, in den künftigen. Ah.
Achso, er macht schon wieder den lustigen Trick. Ertrinkt in den Flammen des Berges. Ich brauche Energie, um euch zu helfen. Ja. Zerstört die Scherben und ich werde ihre Essenz absorbieren. Ja, haben wir gemacht. Beeil dich bitte. Bitte, bitte Beeilung. Hallo. Hallo. Free. Die Scherben sind kaputt, Free. Uralte Pakte gebrochen. Ja. Uralte Versprechen missachtet. Ja. Der falsche König muss büßen. Ja, ich lass ihn mich büßen lassen. Du musst so einen Windwirbel beschwören, sonst geht's nicht weiter, Free. Och. Ah. Ja, cool. Geil. Oh, hat gar nicht wehgetan. Das ist also deine Spezialfähigkeit. Nichts. Ja. Sehr gut. Dann lass uns das doch jetzt mal beenden hier. Feuersandwerk, gehorcht eurem König! So, Ende Gelände, mein Freund. Du wirst hingerichtet. Bam! Ich bin der Druidenkönig. Gib Blut! Wow! Das Geburtsrecht ist nicht würdig. Falscher König. Ja, bei dem Loot würde ich das aber auch sagen, du. Das ist ja unter aller Sau. Der Geist des Feuersangbergs flüchtete, als der falsche König starb. Der Vulkan hat keinen Geist mehr, um ihn zu besänftigen. Der falsche König ist tot. Doch der Geist des Berges ist es auch. Ohne einen Geist, der ihn besänftigt, wird der Feuersangberg weiterhin wüten. Gibt es denn einen anderen Weg, um ihn aufzuhalten? Vielleicht. Wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Ein neuer Geist muss die Leere im Herzen des Feuersangbergs füllen. Ich werde dieser Geist sein. Oh nein, Fee, du kannst dich doch nicht opfern. Du bist doch erst frisch eingeführt worden. Es bedeutet, dass ich den Vulkan besänftigen werde, ehe er den Archipel verwüstet. Ich werde versuchen, den schlimmsten Schaden auf Üphelon zu halten. Doch ich werde eure Hilfe brauchen, Laurel, Freundin. Freundin von Free. Was soll ich denn für euch tun? Stellt die Insignien in einem Kreis um mich auf. Danach befehlt ihr mir, mich an den Berg zu binden. Ihr seid nicht der Druidenkönig, doch mit den Insignien und meiner Bereitschaft sollte die Bindung halten. Anschließend werde ich tun, was ich kann, um den Vulkan zu beruhigen. Aber was wird im Anschluss mit euch geschehen, Free? Ich werde bleiben, doch ich werde anders sein. So wie der Samen ein Baum wird, werde ich der Geist des Berges werden. Und ich werde schlummern wie der Feuersangberg. Nun nehmt die Krone und die Stulpe und legt sie um mich herum aus. Na gut, Free. Schnell, Freundin. Ordnet die Stulpe und die Krone zu einem Ritualkreis an. Schon dabei. So. Jetzt ist Free der Geist des Feuersangbergs. Jetzt wird der Vulkan wieder Ruhe finden. Die brennende Frie. Lebt wohl, Freundin. Und hab Dank. Das war schön. Ah, woher kommt ihr denn, fünf Kerle? Da hat Sajis Herz glatt einen Schlag ausgesetzt, ja? Der Vulkan ist ausgebrochen. Doch abgesehen von der Spitze des Bergs ist Üphelon unversehrt. Ich würde gern hören, was geschehen ist, meine Teure. Ja, viel, ne? Ich habe alle zum Schiff zurückgebracht, bevor der Vulkan ausbrechen konnte. Aber trotzdem bin ich überrascht, dass wir noch am Leben sind. Würdet ihr mich erhellen, was da im Feuersangberg geschehen ist, meine Teure? Ich habe Fürst Baccaro besiegt, doch Free nahm den Platz des Berggeists ein, um den Ausbruch abzuwenden. Free konnte all diese Macht in sich aufnehmen? Sehr hat den Archipel, die Anführer der Allianzen, uns alle gerettet. Aber wo ist Free jetzt? Warum ist er nicht mit euch hierher zurückgekehrt?
Ihr sagtet, Free hätte den Platz des Geists eingenommen. Was genau heißt das? Free hat sich für uns geopfert. Sie ist jetzt Teil des Feuersangbergs. Oh, Free. Ja. Das arme Ding. Ja. Dieses Opfer hat uns alle gerettet. Ja. Ich werde Sam auf ewig dankbar dafür sein. Ja. Und ihr seid sicher, dass Fürst Baccaro besiegt ist? Ja. Ohne seinen Anführer sollte der Orden der Emporstrebenden sich auflösen. Ja. Doch was geschieht mit den Insignien des Druidenkönigs, meine Teure? Free benutzte die Insignien, um sich an den Berg zu binden. Ich glaube, sie wurden vom Vulkan zerstört. Auch gut. Solange die Druiden geteilt bleiben, sind sie nicht bereit für einen neuen König. Und ich bin mir nicht sicher, wie Emmerich und die anderen auf einen weiteren König in ihrer Mitte reagieren würden. Nun, sprecht mit unseren Freunden, meine Teure. Dann sollten wir nach Vastyr zurückkehren. Na gut. Druide Asiraven. Diese Geschichte ist ja so lang wie ein Wahlsöldnerin. Oh ja. Doch ich glaube, es ist mir lieber, euch auf meiner als auf der Gegenseite zu haben. Daher genießt ihr zumindest fürs Erste den Respekt der Goldklingen und ihres Kapitäns. Was ist eigentlich mit den Goldklingen und dem Schiff geschehen? Warum seid ihr auf der perfekten Sprung? Die Goldklingen haben sich so gut geschlagen wie eh und je. Und als Fürstin Arabelle die Warnung ausrief, gingen wir zum nächsten Schiff und stachen in See. Bei mir war das eben dieses. Und euer Geisterwesen entschied sich zum Bleiben? Stimmt das? Ja, Free entschied sich zurückzubleiben und den Vulkan zu bändigen. Das ist heftig. Ja. Ich kann nicht behaupten, dass ich das Gleiche getan hätte. Doch ich kann jeden respektieren, der sein Leben lässt, um andere zu retten. Es ist nicht gerade die Lebensweise der Meereselfen, aber trotzdem. Ich glaube, ich werde jedes Mal auf Free anstoßen, wenn wir am Berg vorbeisegeln. Das kannst du machen. So, Druidin Laurel. Ich bin froh, dass ihr bei Free im Berg wart, meine Freundin. Ich werde nie vergessen, was er getan hat, um uns alle zu retten. Free ist nicht weg, meine Freundin. Sie ist einfach nur mehr als zuvor. So wie ein Baum vom Samen zum Keimling und schließlich zu einer gewaltigen Eiche wird, wurde auch Free verwandelt. Sie ist immer noch bei uns, schläft im Feuersangberg und bewahrt uns vor der Gewalt des Vulkans. Aber werden wir Free denn jemals wiedersehen? Immer wenn ihr Free sehen wollt, dann blickt zum Feuersangberg. Sie ist nun ein Teil von ihm, der Geist des Berges. Ich muss den Druiden sagen, was hier geschehen ist. Sie wissen lassen, welche letzte Lektion uns der Seher lehren kann. Opferbereitschaft. Und der Stefan. Es tut mir leid, dass wir keinen anderen Weg gefunden haben. Free hätte sich nicht opfern sollen müssen, um den Rest von uns zu retten. Ich bin nur froh, dass ihr Baccaro aufgehalten habt. Nun können wir vielleicht damit anfangen, Galen wieder aufzubauen. Ja, war aber Frees Entscheidung. So viel Tod und Zerstörung, weil Baccaro irgendein uraltes bretonisches Vermächtnis beanspruchen wollte. Wenn ich etwas aus meiner Zeit bei den Druiden gelernt habe, dann ist es, dass sie weder einen König noch eine Prophezeiung brauchen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie müssen es einfach nur tun. Ihr glaubt also nicht an das Vermächtnis der Bretonen? Macht euch nicht lächerlich, natürlich tue ich das. Na, gut für dich. Doch das Vermächtnis ist keine Krone und keine Stulpe. Es ist das Volk, geboren aus Menschen und Elfen, um etwas Neues zu erschaffen. Es ist Magie, Druiden und Ritterorden. Das ist das bretonische Vermächtnis, an das ich glaube. Es ist unser Bestes. Okay, wir reisen zurück nach Vastyr. Ich dachte, unsere Sorgen hätten ein Ende nach all der Zerstörung, aber... Nein! Da kommt etwas noch Schlimmeres auf uns zu. Galfen, jetzt ist Ruhe! Ich spüre es ich muss nur noch abgeben. Wie einen dunklen Sturm am Horizont. Jetzt... Ich sorge mich, Feider. Mach den Kopf zu. Ich glaube nicht, dass Galens Leid schon vorbei ist. Mach den Kopf zu, Galens Leid ist vorbei, ich muss nur noch abgeben. Dann könnt ihr endlich euch ein Zimmer nehmen. So, hey, hast du dir schon die Belohnung geholt? Cool. Ah, Leute. Hier es drüben, ist geschafft. Meine Teure. Graf Stefan und ich haben etwas für euch. Ich hoffe, meine Reise endet weit weg von hier. Ihr
Ihr macht es euch wirklich zur Gewohnheit, den Archipel zu retten und mir zu helfen. Ja. Dank euch haben wir Fürst Baccaro als Verräter offenbart, die Inseln vor einem ausbrechenden Vulkan gerettet und die Bedrohung des falschen Druidenkönigs beendet. Gut gemacht, meine Teure. Ja, das war auch das Mindeste, du. Und was ist jetzt mit dem Orden der Emporstrebenden? Macht euch keine Sorgen. Ohne seinen Anführer wird er sich rasch auflösen. Nun müssen wir die Friedensverhandlungen fortsetzen. Wir können uns nun unserem ursprünglichen Vorhaben widmen und der Archipel ist sicher, dank euch. Und dies ist für euch. Graf Stefan und ich wollten, dass ihr das bekommt. Danke schön. Ein uralter, rostiger Ring. Danke, danke, wirklich, super. Und 664 Gold. Mensch, ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen werde, Fürstin Arabelle. Geil. Leute, neuer Reichtum.